Jo Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Reaction-Kanal, denn wir reagieren jetzt auf einen Creator, den ich sehr, sehr gerne mag und zwar auf den lieben Dominik Lebersorger. Fokus reparieren, Schritt-für-Schritt-Anleitung, let's Ich bin der festen Überzeugung, dass sich zu konzentrieren und zu fokussieren in der heutigen Zeit ein Skill ist, der nicht nur unglaublich vorteilhaft... Eins in den Chat, wer weiß nochmal, wer Dominik Lebersorger war. Sehr, sehr geiler Creator, weil er so hochwertigen Content macht. Mega. Sondern fast schon unfair ist. Aber warum bin ich mir da so sicher? Ganz einfach, ich kenne beide Seiten. Und du ziemlich sicher auch. Wahrscheinlich bist du gerade in den Kommentaren unter dem Video, also scroll jetzt einfach wieder hoch und konzentriere dich gefälligst auf das Video. Ich war der schlechteste Schüler aller Zeiten. Ich konnte mich nicht mal 5 Sekunden auf irgendeine Aufgabe konzentrieren, ohne abgelenkt zu werden. Das lag vielleicht daran, dass alle Aktivitäten, die ich so... Oha, er hat ein bisschen auch meine Frisur. Sehr, sehr geil. So eine Frisur habe ich damals auch gehabt. Freizeit gemacht habe, meinen Fokus systematisch zerstört haben. Das hat nicht nur dazu geführt, dass ich in der Schule nichts gerissen habe. Ich konnte auch außerhalb nicht unbedingt viel machen, da ich meinen Gedankengang halt immer wieder verloren habe. Auch bei Konversationen beispielsweise habe ich immer den Faden verloren und ich weiß nicht, ob ihr die Situation kennt, aber es gibt nichts Schlimmeres, als mit irgendjemandem zu sprechen, der einfach mit seinem Fokus nicht bei der Konversation bleiben kann. Spulen wir etliche Jahre vor und ich habe durch das regelmäßige Skripten von Videos meinen Fokus verbessern können. So sehr sogar, dass ich in den letzten 13 Monaten ein komplettes Buch geschrieben habe. Das sollte auch bald rauskommen und es war für mich unfassbar, da es mir gezeigt hat, dass man sich Fokus halt wirklich antrainieren kann. Genau durch diesen Prozess fühle ich mich heute so, als hätte ich meinen Fokus-Skill auf ein wirklich hohes Level gebracht. Und ich sage euch eins, Chat, ich habe keinen Fokus, bin ich euch ganz ehrlich, weil ich unfassbar viel mit TikTok zu tun hatte, mit Shorts zu tun hatte und wenn du jeden Tag TikTok-Shorts oder Reels, whatever, diese Kurzvideos konsumierst, dann bist du so darauf angewiesen, dass du jede 3 Sekunden irgendeinen Dopaminschub kriegst und dein Fokus ist richtig im Arsch. Also mein Fokus, da muss ich wirklich dran arbeiten, ich weiß es auch, aber es ist einfacher gesagt als getan. Also eins in den Chat, wenn ihr das fühlt, aber meiner ist komplett lost. Und als wäre ich jemand, dem es jetzt endlich einfach fällt, sich hinzusetzen und halt einfach die Sachen zu machen, die er machen muss. Das hat natürlich meine Fähigkeit zu arbeiten absolut auf Steroide gesetzt und mein Leben auch in vielen anderen Aspekten verbessert. Und um euch meine Learnings daraus weiterzugeben, habe ich diesen Schritt-für-Schritt-Guide hier gebastelt, damit ihr dasselbe tun könnt. Okay, aber was genau ist Fokus jetzt und warum finde ich die Fähigkeit wirklich so wichtig? Fokus, so wie ich das heute sehe, ist einfach ein Multiplikator. Angenommen, wir haben 2 Personen, die ein Skript schreiben wollen. Person A hat Fokus Level 3 und Person B hat Fokus Level 9. Person A verrichtet im gleichen Zeitraum von, sagen wir, 3 Stunden wesentlich weniger und wesentlich schlechtere Arbeit. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit, dass Person A abgelenkt wird und ihren Gedankengang öfter verliert, wesentlich höher. Person B... Bei mir ist das so, allein schon durch mein ADHS, ich bin so leicht ablenkbar, Chat. Ich habe ja auch studiert, ne, und jedes Mal, wenn ich mich konzentrieren wollte auf mein Studienskript oder auf meine Lerneinheit, ich habe mich jedes Mal erwischt, wie ich alle 3 Sekunden mein Handy in der Hand hatte und irgendwie auf TikTok war. Ey, ich habe teilweise selber nicht mal gemerkt. Und jetzt müsst ihr mir bitte sagen, ob ihr das fühlt, was ich jetzt sage. Ihr macht TikTok auf und denkt euch so, okay, eigentlich war ich doch gerade dabei, Wäsche aufzuhängen oder die Spülmaschine aufzuräumen. Dann legt ihr das Handy weg und irgendwie eine Sekunde später nehmt ihr das Handy wieder und macht nochmal TikTok auf und seht genau das gleiche Video und denkt euch so, hä, what the fuck, ich habe doch gerade TikTok weggelegt, jetzt habe ich das gleiche Video wieder in der... Also, ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, also so lost. Manchmal schließe ich eine App und öffne die direkt danach wieder. Ich öffne die for real direkt danach wieder. Und ich denke mir so, Alter, bin ich jetzt komplett bescheuert eigentlich? Ja, ADHS lässt grüßen, moin. Ich hingegen setzt dich hin und zieht diese 3 Stunden nur bei dieser einen Aufgabe durch. Als ob ihr das nicht kennt, Chat. Als ob ihr das nicht kennt. Fokussiert auf genau mehr umsetzen kann. Beispielsweise habe ich vor einem Jahr noch für ein YouTube-Skript einen halben bis ganzen Arbeitstag gebraucht. Mittlerweile... Ey. Chat, ich brauche mehrere Tage. Ich brauche einfach mehrere Tage. Mache ich das in einer, maximal 2 Stunden. Außerdem sind die Skripts besser und das macht halt einen riesengroßen Unterschied, da ich am Tag 4 schreiben kann, wo ich vor einem Jahr nur 1 schreiben konnte. Das ist halt ein Output von 400% Erhöhung. Und das Ding ist, die moderne Welt ist halt absolut fokusfeindlich. Natürlich hat man überall diese Ablenkungen, aber auch beispielsweise, seien wir uns ehrlich, viele Arbeiten, die zum Beispiel einen 8-Stunden Arbeitstag erfordern, kann man in 2 oder 3 Stunden machen, wenn man sich eben fokussieren kann und nicht prokrastiniert. Aber das Gute ist, dass wir den von... Ja, prokrastinieren ist halt das Wort des Tages, ne? Bei mir ist es auch das Wort des Lebens. Guck mal, ich muss seit, keine Ahnung, seit inzwischen einem halben Jahr muss ich ein verdammtes Studienskript noch fertig machen. Ein einziges. Meint ihr wirklich, ich habe das bis heute mal gemacht? Ich schieb das so auf die lange Bank und ich weiß, es ist falsch, aber
man hat halt immer bessere Dinge zu tun, ne? Leider. Der modernen Welt zerfetzten Fokus mit ein paar Schritten relativ simpel wiederherstellen können. Und bevor wir zu den handfesten Methoden kommen, würde ich euch nochmal gern die Grundtheorie zeigen. Wenn man die Tätigkeit des Fokussierens zerlegt, dann heißt sich zu fokussieren nichts weiter als all seine geistigen Ressourcen für einen längeren Zeitraum auf eine einzige Aufgabe zu konzentrieren. Unsere Gedanken werden abschweifen, super normal, aber die Kunst des Fokussierens ist es halt auch, diese Abschweifungen zu erkennen und die Gedanken eben wieder auf diese Aufgabe zu. Genau, was morgen kannst besorgen, verschiebe gleich auf übermorgen. Das Ding ist, Chat, ich brauche einfach irgendwie den zeitlichen Druck. Mein Studium, das war ein Fernstudium, da hast du ja Zeit der Welt. Du kriegst ja keine fixen Termine, wann du irgendwie deine Klausuren schreiben musst, sondern du teilst dir das selber ein. Das ist Fluch und Segen zugleich. Weil ich, auf der einen Seite kannst du natürlich sehr flexibel sein, auf der anderen Seite musst du irgendwann die Dinge machen. Und Zeitdruck ist was mich wirklich zwingt. Weil wenn du das dann nicht in dieser Zeit machst, dann bist du raus, ne? Und das zwingt dich halt dazu, wirklich durchzuziehen. Ich habe einen Reaction-Kanal, der heißt Sigma Kevin. Mods bitte einmal rein. Führen. Das Faszinierende meiner Meinung nach ist, Fokus ist in super vielen Dingen. Danke. ging sehr schnell. Extrem ähnlich wie Krafttraining. Wenn wir Gewichte heben, die ein wenig zu schwer für uns sind, dann passt sich unser Körper an die Belastung an. Unsere Muskeln werden größer und irgendwann sind die Gewichte dann einfach einfacher für uns. Wenn wir uns eine Aufgabe setzen, die viel Fokus. Moment mal, Chat. Der ist schon trainiert, ne? Oh, guckt euch mal den Arm an. Oha, Dominik. Grüße gehen raus. Wenn wir uns eine Aufgabe setzen, die viel Fokus und Konzentration erfordert und diese dann so gut es geht erledigen, wird dadurch unser Fokus besser und irgendwann fällt uns diese Aufgabe auch leichter. Der Grund, warum ich heute ein YouTube-Skript viel einfacher und viel schneller schreiben kann, ist einfach, dass ich die letzten 13 Monate extrem hohes Volumen im Schreiben geballert habe. Ich habe halt jeden Tag mindestens eine Stunde geschrieben. Aber zurück zum Fitnessvergleich. Wenn wir lange nicht ins Gym gehen, baut unser Körper Muskeln ab und wenn wir uns lange nicht fokussieren, so nimmt unsere Fähigkeit, das zu tun, ebenfalls ab. Wenn wir Süßigkeiten essen, so leidet unsere Form, genauso wie unsere Fähigkeit zu fokussieren leidet, wenn wir uns stundenlang stimulieren. Das Prinzip von Progressive Overload greift nicht nur im Krafttraining, sondern auch in vielen anderen Facetten des Lebens. Das ist mir eben, wieder durch den Prozess, ein Buch zu schreiben, extrem klar geworden. Der erste Tag war am absolut schwersten und ich habe mich gefragt, yo, was mache ich da eigentlich? Und zum Schluss hin habe ich teilweise ohne Probleme 10 Seiten am Stück schreiben können. Das ist unfassbar wichtig im Kopf zu behalten, denn wirklich... Boah. Ich fühle das gerade so, Chat, weil mir fallen im Alltag so Aufgaben einfach nicht so einfach. Also einfach nicht so einfach hört sich jetzt auch richtig doof an. Aber ich muss erstmal so eine Grenze überschreiten und erstmal in so einen Prozess kommen. Wenn ich jetzt beispielsweise, wenn wir mein Studium wieder als Beispiel nehmen, ich muss mich erst einen ganzen Tag hinsetzen und lernen, um dann erstmal in so einen Flow zu kommen. Aber der erste Tag ist immer der beschissenste. Ob du zum Sport gehst, ob du anfängst zu lernen, ob du irgendwas dir vornimmst, du musst es erstmal einmal machen. Und wenn du dann im Flow bist, dann geht's irgendwann. Aber es ist nicht einfach. Vor allem am Anfang fühlt es sich so an, als könnte man sich einfach nicht konzentrieren und als würde man da keine Fortschritte machen. Es fühlt sich dann immer so an, als hätte man 1000 Gedankengänge, die man immer wieder verliert und man könnte keinen klaren Schluss ziehen, absolut normal und die Kunst ist es davon, nicht frustriert zu werden. Also, hier mein Protokoll, damit ich meine verbleibenden 3 Gehirnzellen so sehr mobilisieren konnte, damit ich etwas tun konnte, von dem ich ehrlich gesagt nicht dachte, dass ich es tun kann. Erstens, ein klarer Körper. Ich persönlich habe vor allem im letzten Jahr wirklich eine klare Korrelation zwischen meiner Fähigkeit, mich zu konzentrieren und den Sachen, die ich in meinen Körper reingebe, gemerkt. Am besten kann ich mich konzentrieren, wenn ich wirklich gar keine Kalorien im System habe. Also meistens morgens vor dem Frühstück. An Tagen, wo ich wirklich irgendwas machen muss, was mich wirklich im Kopf fordert, skippe ich das Frühstück und bin einfach den ganzen Vormittag gefastet unterwegs. Wenn ich dann eine größere, kohlenhydratlastigere Mahlzeit esse, fühle ich mich so, als würde ich wirklich nebeliger im Kopf werden und als würde es da oben langsamer werden und darum versuche ich das einfach so lange, wie es geht, rauszuzögern, wenn ich mich konzentrieren muss. Außerdem, viele Leute schwören auf Koffein. Mich persönlich macht Koffein zu nervös. Ich sage euch ehrlich, Koffein hilft mir. Mir helfen aber auch die Energy Drinks. Und was mir wirklich auch hilft, ist, nicht so fettlastig zu essen und eigentlich, was ich sowieso schon längere Zeit machen wollte, zum Sport gehen. Dadurch, ohne Witz, es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass sich eure Gehirnzellen nach einem Sport wirklich regenerieren. Ja? Du bist wirklich leistungsfähiger. Auch wenn du dich vielleicht nach dem Sport müder fühlst, sind deine Gehirnaktivitäten aber stabiler. Und vor allen Dingen besser. Das darf man auch nicht vergessen. Also mir hilft Kaffee, Sport, gesunde Ernährung, um auch besser klarzukommen, mental und auch in Gedanken zu fassen, festen.
ich bin am klarsten, wenn ich wirklich gar keine Stimulantien im System habe. Also wirklich auch kein Koffein. Ich trinke jetzt seit längerer Zeit nur noch koffeinfreien Kaffee. Funktioniert super und ich fühle mich so. Koffeinfreier Kaffee? Das ist ja auch wirklich sinnfrei, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass Kaffee das geilste Getränk wäre, aber man trinkt es doch, um wach zu werden, oder bin ich falsch? Am besten. Nummer 2, Gehirnwellen. Als ich mich ein bisschen näher mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich herausgefunden, dass die Gehirnwellen, wenn wir uns fokussieren, anders aussehen als die Gehirnwellen, wenn wir beispielsweise Unterhaltung konsumieren oder mit irgendjemandem reden oder relaxed sind oder gestresst sind oder was auch immer. Keep in mind, das hier ist absolut nicht wissenschaftlich fundiert, ich bin nur ein Bro-Scientist, aber das hier ist meine Theorie. Das Gehirn braucht einfach Zeit, um zwischen diesen Wellenlängen hin und her zu wechseln. Wenn man jetzt, wie der Vergangenheits-Dominik mit 16 oder so, aufsteht, sich direkt mit Unterhaltung wegballert, 100.000 Stimulantien in sein Gesicht gedrückt bekommt, dann noch in die Dusche geht und ihr wisst schon, was macht, braucht man halt nicht denken, dass man sich irgendwann fokussieren kann. Hä? Was hat er jetzt gesagt? Meint er? Denke ich jetzt einfach nur zu pervers oder was hat er jetzt gerade gesagt? Stimulantien in sein Gesicht gedrückt bekommt, dann noch in die Dusche geht und ihr wisst schon, was macht, braucht... Was? Ich weiß es gerade nicht. Chat? Man halt nicht denken, dass man sich irgendwann fokussieren kann. Also, dass man sich in nächster Zeit fokussiert. Ey, also ich lasse es unkommentiert. Ihr könnt denken, was ihr wollt. Also vielleicht bin ich auch jetzt der Falsche, aber gut. In der Dusche wird er keinen TikTok konsumieren, oder? Kann. Wenn man jedoch aufsteht, sein Handy liegt bestenfalls in irgendeinem anderen Raum, man geht ganz kurz an die frische Luft, kriegt ein bisschen Licht in seine Augen und geht dann an die Arbeit, dann wird man sich in einer fundamental anderen Realität wiederfinden. Ich habe das übrigens bei dem Skript für dieses Video genauso gemacht und es hat prächtig funktioniert. Drittens, Meditation. Wenn es eine Möglichkeit gibt, seine Fähigkeit sich zu fokussieren, gezielt zu trainieren, dann ist das hundertprozentig Meditation. Alles, was man hier macht, ist, man setzt sich für 10 bis 20 Minuten irgendwo hin in einer komfortablen Position, konzentriert sich auf seine Atmung und wenn man dann seinen Gedankengang verliert, sprich wenn die Gedanken von dieser Atmung abschweifen, was nach ungefähr 5 Sekunden passieren wird und in diesem Zeitraum eine Million Mal passiert gefühlt, gilt es, diese Ablenkung zu erkennen und seine Gedanken wieder zurückzuführen. Das ist dann eine Wiederholung, wie beispielsweise eine Wiederholung bei Bizeps Curl. Macht man das lange und regelmäßig, so erkennt man die Verluste des Gedankengangs immer schneller, kann sie immer einfacher catchen und zurückführen. Und das ist... Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jetzt Dominik Lebersorgers Videos sehe, dann denke ich immer, morgen mache ich alles anders. Mikrofon, bleibst du wohl hier? Morgen mache ich alles anders. Dann stehe ich morgen auf, weil bei mir ist das so, ich knall mir sofort, wenn ich aufwache, mein Handy ins Gesicht. Das liegt auch daran, dass mein Handy gleichzeitig mein Wecker ist. Und wenn ich mein Handy einmal in der Hand habe, dann mache ich sofort Instagram einmal kurz auf, einmal kurz Nachrichten, guck so, was habe ich verpasst, während ich geschlafen habe. Ist ja auch total der kranke Gedankengang, weil was soll schon großartig passiert sein, ja? Das wird ja auch reichen, wenn du erst wach wirst, einen Kaffee trinkst, an die frische Luft gehst und dann an dein Handy, also Wecker aus und... Erstmal Handy weglegen, wird ja auch reichen. Aber ich bin dann so total motiviert, wenn ich so sein Video sehe und ich weiß aber auch, dass ich morgen wieder immer das mache, was ich, ja, Handy, Instagram, TikTok, Abfahrt. Im Essentiellen, was Fokus ist. Das Halten vom Geiste auf diese Aufgabe und das immer wieder erkennen, wenn der abdriftet und zurückführen. Und das ist halt einfach genau das Trockentraining dafür, basically. Nummer 4, Umgebung. Trotzdem ist es natürlich essentiell, einfach diese Fähigkeit, sprich den Gedankengang zu catchen und zurückzuführen, so wenig wie möglich benutzen zu müssen. Sprich, dass die Umgebung gefälligst in unserem Vorteil arbeitet. Die Umgebung entscheidet über unseren Fokus. Wer sein Handy mit Notifikationen an und dem Display nach oben neben sich liegen lässt, der wird sich nicht konzentrieren können. Generell Cheatcode, alle Notifikationen am Handy ausmachen, auch von WhatsApp, genauso am PC und einfach ein Fenster offen haben, da wo sich gerade die Aufgabe drin befindet. Bei mir ist es so, in meinem Zimmer ist komplett ruhig, da passiert nichts. Ich habe noch zusätzlich meine Kopfhörer auf, da läuft keine Musik, es soll einfach nur noch leiser sein, weil jeder neue Stimulationsgrund bringt uns... Also ich habe mein Handy auch auf lautlos und keine Benachrichtigung an. Also bei WhatsApp sehe ich nicht, wenn mir einer schreibt, das habe ich alles ausgemacht, weil das macht mich wahnsinnig, ne? Dann wirst du angerufen, dann kriegst du 100 Nachrichten, dann am besten noch Instagram und TikTok, whatever, alles aufhaben, dann werde ich ja bescheuert. Halt dazu kurz aufzuschauen, wenn beispielsweise, keine Ahnung, irgendjemand gegen mein Fenster klopft, dann werde ich natürlicherweise kurz
rüberschauen. Ist klar, unser Gehirn ist so designed. War ja vor 1000 Jahren auch so, wenn, keine Ahnung, irgendein Säbelzahntiger im Busch ist und man muss da hinschauen und so. Klar, aber das darf so wenig wie möglich passieren. Cheatcode: Schreibt euch auf, was euch ablenkt. Meistens sind das super banale Dinge, zumindest sind es bei mir, die aber, wenn man sie eliminiert, einen großen Unterschied machen können. Und fünftens: Alles oder nichts. Fokus schließt per Definition Multitasking aus. Wenn man Glück hat oder es eben lange genug schafft, sich nicht ablenken zu lassen, dann kommt man in die sogenannte Flow State, da wo einem die Aufgabe dann leicht fällt und man die Zeit und alles um sich herum vergisst. Wenn man da drinnen ist, so ist es von Vorteil, da wirklich so lang wie möglich drinnen zu bleiben und diese Welle so lang wie möglich zu reiten. Wie gesagt, diese Sachen sind alles... Oh, ein Feinchen. Ja, ich würd gern diesen Fokus haben. Aber ich kenne mich. Ich bin ein Mensch und das ist halt auch durch ADHS bedingt. Ich lasse mich so schnell ablenken. Ne? Teilweise lasse ich mich ablenken, während ich im Begriff bin, etwas zu tun. Also wenn ich, sage ich mal, ich gehe jetzt in die Küche, weil ich möchte die Spülmaschine ausräumen. Auf dem Weg zur Küche sehe ich aber im Blickwinkel, oh, der Wäscheständer, da ist auch noch Wäsche, die muss abgehangen werden. Dann will ich die Wäsche abhängen und während ich die Wäsche mache, fällt mir auf, ach, ich habe auch noch Hunger. Dann gehe ich mir Essen machen. Im Endeffekt habe ich die Spülmaschine nicht ausgeräumt. Die Wäsche ist nur zur Hälfte abgehangen und das Essen habe ich mir auch nur halbherzig gemacht. Und irgendwie habe ich dann wieder eine vierte Tätigkeit, die ich mache. Es ist wirklich lost. Ich bin da auch wirklich ein krasses Beispiel, Chat. Simpel, aber nicht einfach. Genau wie beim Kraft... ADHS at its best. Training dauert das lange und es gibt eine Lernkurve. Es gibt leider nicht die super krassen Hacks, die direkt dazu führen, dass man sich auf einmal super gut konzentrieren und fokussieren kann. Aber wir Menschen können das. Wir sind so designed. Wir haben es halt nur heutzutage verlernt, obwohl es wichtiger denn je ist. Mein Buch kommt, wenn es glatt läuft, am 8.3. raus. Keep in mind, es läuft nie alles glatt. 8.3. Was haben wir denn? 7. 5 Tage noch, Chat. Aber falls es schon draußen ist, dann findet ihr das Ganze im ersten Link in der Beschreibung. Also klickt da gerne rauf, weil ich würde euch das Buch gerne verkaufen. Volle Transparenz. Nice. Es soll angehenden Creatern helfen, sich durch Online-Videos eine Präsenz auf Social Media aufzubauen und diese Online-Videos eben besser zu machen. Da ist alles drin, was ich über... Side Story. Wer hat schon einen Online-Zugang, Chat? Wer hat schon den Online-Zugang? Yes. Ich kann es euch nur empfehlen. Wirklich. Sehr, sehr gut. Das hier weiß. Ich hoffe, ihr konntet euer Leben mit diesem Video ein Stück weit verbessern. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund und mögen all eure Träume wahr werden. Peace. Ja, nices Video. Achtung, Achtung, liebe... Oha, Alpha Kevin. Moin, moin, was geht? Nices Video. Nochmal kurz zurückspringen. Nochmal ein Like da lassen. Ja, 10.000 Aufrufe in 6 Stunden, 1.200 Likes, finde ich ziemlich underrated. Lasst dem lieben Dominik gerne ein Like da, gönnt euch sein Buch, falls ihr auch einen Hyperfokus finden wollt, wenn ihr vielleicht auch was im Social-Media-Bereich macht. Ich kann es nur empfehlen, ich habe den Online-Zugang schon und habe da mal reingeschaut. Sehr, sehr nice Tipps, die da gegeben werden. Ansonsten, falls ihr bis hierhin geguckt habt, lasst als Algorithmus-Kommentar gerne Hyperfokus da. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Reaction und tschö.